Einen wunderschönen guten Tag und frohe Weihnachten wünschen wir euch. Wie am Montag schon angekündigt, werden wir heute ein Modul an die Standheizung bauen, an die Warmluftheizung bauen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wo haben wir das her? Das haben wir von dem Waldemar von Hizis geschickt bekommen. Das ist quasi unser Weihnachtsgeschenk von Waldemar gewesen. Vielen Dank nochmal dafür. Dankeschön. Und los. Dieses Modul, was hier drin ist, wird an das Kabel angeschlossen, wo auch die Fernbedienung der Standheizung dran ist. Das heißt, es wird einfach dazwischen montiert. Und dass wir das einigermaßen ordentlich verlegen, machen wir jetzt wieder den Deckel von unserer Kabibox ab, damit wir das direkt ordentlich verstauen können. Und dafür löst der Dominik gerade die Schrauben. Ja, ich bin mit meiner Seite fertig mit lösen. Ah, jetzt bin ich dran? Ja. Okay, dann übergebe ich mich mal eben. Okay. Da komme ich ja gar nicht dran so. Das stimmt. So, hier, wie immer aufgeräumt. Toll, toll, toll. Soll ich mein Glück mal versuchen? Mach mal. Was ist das denn für ein Kabel? So, das kennt ihr ja bereits. Ach, guck mal, wir haben die Kappe da noch drin liegen lassen. Die? Ja. Ja, das wusste ich. Ach so. Das war gut. Absicht. Okay, dann bereiten wir mal eben alles vor und schließen das Ding gleich an. So. Ich habe mich gerade verletzt. Wir machen uns jetzt daran, das Modul anzubringen. Und die Bestandteile davon habt ihr ja mit Sicherheit bei Instagram schon gesehen. Wenn nicht, hier ist dann einmal das Gerät, wo dann auch die SIM-Karte reingesteckt wird. Hier haben wir eine Antenne, die muss möglichst nah am Fenster befestigt werden. Wieder eine normale Antenne für den Empfang. Und das ist so ein Kabelverteiler, damit wir den quasi zwischen die Fernbedienung stecken können. Ja. Machen wir mal, ne? Machen wir mal, ne? Wollen wir erstmal kurz hier das Ding aufschrauben, bitte? Ja. Tada! Ich würde vermuten, da kommt die SIM-Karte. Also, wir haben jetzt einfach mal das Gehäuse von diesem Modul. Entschuldigung. Wir haben das Gehäuse von dem Modul aufgeschraubt und wie man sieht, sieht man da so eine kleine Platine drin und das entsprechende Fach für die SIM-Karte. Ganz wichtig, jetzt müsst ihr die SIM-Karte im passenden Format da reinpacken. Es gibt mittlerweile ja diese drei Formate, einmal die quasi die alte Version mit der großen SIM, dann gibt es die Micro-SIM und die Nano-SIM. Man braucht hier nicht die ganz kleine, sondern die eine Nummer größer. Das ist jetzt bei dem so, ich weiß nicht, ob ich das auch ändern kann, aber hier ist es so. Da müsst ihr eine SIM-Karte da reinpacken, von dem Anbieter ist egal. Wichtig ist nur, dass da keine PIN-Sperre drauf liegt. Das heißt, den PIN müsst ihr vorher vielleicht die Karte einmal ins Handy packen, dann rausnehmen, dass ihr da keinen PIN für eingeben müsst. Und dann könnt ihr die Karte hoffentlich ganz einfach da reinfriemeln. Na, wir haben uns jetzt eine Karte gebastelt, weil wir kein Gerät mehr haben, wo wir eine Micro-SIM reinpacken können, sondern nur noch eine Nano-SIM. Und deswegen hoffen wir, dass es jetzt funktioniert. Also wir haben quasi eine Nano-SIM, sieht man jetzt nicht so gut, genommen und einfach so einen Mikro-SIM-Ring da drüber gelegt. Sieht man nicht, aber ihr wisst, was wir meinen. Hoffentlich. So. Und jetzt? Gehen wir mal ins Auto und schließen das mal an. Wir haben hier einmal das Kabel von der Standheizung, wo die Fernbedienung dann angeschlossen ist. Da werden wir einmal die Fernbedienung lösen. Das geht ja ganz einfach mit so einem Clip. Und jetzt haben wir hier den Stecker, wo dieser Verteiler dran kommt. Der Verteiler, der war bei diesem Modul dabei und der muss jetzt einfach nur hier dran gesteckt werden. Das mache ich jetzt mal. Zack, das funktioniert super. Jetzt haben wir hier einmal wieder den gleichen Anschluss, wo die normale Fernbedienung dran kommt. Die schließen wir da auch wieder ganz normal an. So rum. Na. So, und jetzt haben wir hier an dieser Verzweigung noch einen Anschluss und da kommt einmal das Modul ran, um das per SMS zu steuern. Und wie man sieht, fängt da auch schon irgendwo was an zu leuchten, wie man das sieht, genau. Jetzt schließen wir mal noch eben die Antenne an und dann gucken wir mal, was passiert.
So. Was ihr dann jetzt tun müsst, ist euch einmal aus dem jeweiligen App Store die passende App runterzuladen von Autotherm. Und was wir da jetzt machen müssen, gucken wir mal. Da müssen wir jetzt in die Einstellungen gehen. In die App reingehen, dann gibt es da verschiedene Einstellungen. Dann geht ihr einmal auf Work Parameters. Dann müsst ihr einmal auswählen, für welche Standheizung das ist. Bei uns ist es die Planar. Das Modem und hier oben müssen wir die Telefonnummer eingeben. Die Nummer ist jetzt gepixelt, ne, damit er da nicht einfach mal Scherzanrufe macht bei der Standheizung. Dann einmal auf Speichern. Und das scheint es schon gewesen zu sein. Genau, dann gucken wir mal in die Applications. Und da ruft auch passend der Waldemar an. Da muss ich mal ganz kurz dran gehen. Ja, ist alles eingestellt. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir wechseln mal ganz kurz die Location Richtung Standheizung, ob da irgendwas passiert. Ja. So, da sind wir auch schon wieder. So, da gucken wir einfach mal, wenn ich jetzt hier auf grün drücke, was dann passiert. Die Frage, wie lange... Ach, so. Das hat jetzt einen Moment gedauert, einfach nur, weil die SIM-Karte, die da jetzt drin ist, ist die aus meinem Handy. Und deswegen mussten wir gerade erstmal herausfinden, wie man eine normale SMS schickt. Weil das ist nämlich das, was die Standheizung braucht. So, der Pascal hat eine SMS geschickt. Die Standheizung ist angegangen, wie ihr gesehen habt. Und, ja? Ja, die Nachricht blenden wir euch auch nochmal ganz kurz ein, was die Standheizung jetzt geschickt hat. Das könnt ihr jetzt sehen. Und dann kam eine Nachricht zurück. Einmal die Batteriespannung steht da drin, dann noch ein paar andere Daten. Ich glaube, auf welcher Stufe die läuft, soll es bedeuten. Dann noch die Temperatur an der Standheizung selber und einmal an dem Bedienteil. Und dass der Ventilator, also die Ventilation, die kalte Luft aus ist. Das soll das, denke ich, heißen. Genau, jetzt warten wir noch mal ganz kurz, was hier noch passiert. Ob da jetzt gleich auch warme Luft rauskommt. Dazu... Ja. Gucken wir mal. Genau. Wie ihr hört, die Standheizung läuft noch. Das funktioniert also wunderbar. Wir könnten es jetzt wieder einbauen oder zubauen. Allerdings ist da ja noch meine Handy-SIM-Karte drin. Das heißt, wir müssen noch warten, bis hoffentlich morgen dann die andere SIM-Karte ankommt. Und dann können wir das reinpacken. Sorry. Vielen Dank nochmal an Waldemar und Hitzis für dieses tolle Weihnachtsgeschenk. Und dazu passend verlinken wir euch nochmal die Videos, wie wir die Standheizung eingebaut haben und auch wie wir die Standheizung ins Dachzelt gelegt haben, wie wir den Ausgang dazu gebaut haben, findet ihr einmal unten in der Videobeschreibung und oben in der Ecke auf diesem i. Gut, dann war es das auch für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir wünschen euch einen wunderbaren Rutsch ins Jahr 2019. Wobei, wir sehen uns vorher noch, oder? Pascal? Ja, wir sehen uns vorher noch. Ja, wir sehen uns vorher noch. Genau. Also, auch wenn der nächste Mittwoch schon im nächsten Jahr ist, werden wir uns dieses Jahr noch kurz sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns am Sonntag oder Montag. Also dann. Tschüss. Tschüss.